Okay, ich habe direkt mal eine Frage. Warum trägt die unten Sehr rechts das aufreibende Zeichen für Reise. Jupiter? Aber ich bin Pris los, oder das, was aus ihr wurde. Wenigstens ist mir dieser Ort hier irgendwie vertraut. Würde aber auch Zeit, Alice. Ach, die Grinsekatze. Vermaledeite Katze, zieh mich nicht auf. Ich bin am Rande des... Perfekt. Denn wenn du nicht am Rande bist, nimmst du zu viel Platz weg. Du bist mir keine Hilfe. Aber du weißt, ich kann es sein. Ich kann mich selbst erschrecken. Falls notwendig, besten Dank. Ich hoffte, dem allen entfliehen zu können. Vergiss es. Im Wunderland herrschen neue Gesetze, Alice. Unrecht aller Orten. Wir sind hier in Gefahr. Sei auf der Hut. Tal der Tränen. Okay. Ist schon, also optisch eine schöne Fantasiewelt irgendwo, wenn auch eine sehr schaurige natürlich. Was ist das? Du bist ein halber Frosch, Alice. So wie du springen kannst. Okay. Stimmt, ich kann springen. Ha! Das habe ich auch gerade festgestellt, danke. Den kann ich unheimlich weit springen. Oh. Und wo muss ich jetzt hin? Irgendwo da hoch? Und da komme ich nicht drauf. Aber die Grafik ist ja schon irgendwie cool gemacht. Beziehungsweise die umgeht. Ach, da hinten. Oh. Spring noch einmal von diesem Tisch, Alice. Und ich fall tot um. Du bist viel zu leichtsinnig, meine junge Dame. Ja, und jetzt? So, hier hoch. Oh, okay. Ich will meine Erinnerung haben, wo ist sie? Amanita muscaria, Alice, ist bloß ein übel riechender Pilz. Schwammige Konsistenz, aber giftig. Okay, also hier sind überall Öffnungen, wo ich anscheinend nur hinkomme, wenn ich kleiner bin. Ah, verstehe. Das kommt mir ziemlich bekannt vor. Klein, aber oho, und so weiter. Trotz Ermangelung eines Badekostüms ist ein Sprung in diesen Teich wohl angebracht. Meine Güte, in diesem Teich schrumpfe ich. Ob ich mich ganz auflöse? Beinahe. Andererseits kannst du, während du klein bist, Dinge sehen, die deinem großen Selbst verborgen bleiben. Ach, verstehe. So wie den Wald vor lauter Bäumen. Nur andersherum. Kurzsichtigkeit ist wohl nicht nur eine Frage der Perspektive. Okay. Die geschrumpfte Alex verfügt über den Schrumpfsinn. Was ist das? Ach, dann kann ich aber nicht springen. Wie klein sie sich machen kann, so zusammengerollt, sieht man sie kaum wie eine Füchsin in ihrem Bau. Ja. Gehst du da durch? Was war das? Oder muss ich da jetzt doch hoch? Ach, ich bin doch wieder da, wo ich eben war, oder? Ja, genau, okay.
Ach, oder der Schrumpfsinn ist jetzt das, was ich gerade gesehen habe mit dem Pfeil wahrscheinlich. Boah, das hört sich aber krass an. Oh, kann man einsammeln? Was bist du denn? Das sind riesige Schnecken. Krass. Okay. Muss ich darum oder? Ja, anscheinend ja. Okay, was heißt das? Dass jetzt hier Gegner kommen oder wie? Kann ich da eigentlich irgendwas machen? Nein. Okay. Na dann. Ich denke mal, dass man die nicht treffen darf. Wow, perfekt. Okay. Allerdings sieht das irgendwie eklig aus so hinten. Die Vorpalklinge ist flink und scharf und stets zu Diensten. Ich bin nicht hierhin zurückgekommen, um zu kämpfen. Wirklich? Bedauerlich. Ein Kampf erwartet dich sicher. Ob der jetzt meint, der Kampf mit sich selber? Die Vorpalklinge macht Zerschneifer Schnück. Lässt sie tot zurück. Okay. Fügt Einzelzielen im Kampf den schnellsten Schaden zu. Oh ja, ich befürchte, wir müssen dann doch noch kämpfen. Oh. Dich wollte ich gar nicht angreifen. Fliehen oder kämpfen? Ständig müssen wir uns entscheiden. Aber fliehen bedeutet oft nur, das Kämpfen aufzuschieben. Kämpfe, wenn du gewinnen kannst, Alice. Zwar keine Ahnung, wofür ich jetzt überhaupt die Zähne hier einsammle. Aber wenn wir die brauchen, ich meine, dann sammeln wir halt noch mal ein paar. Ne? Keine Ahnung wofür. Ist ein bisschen holprig manchmal. Oh, ich hab's geahnt. Ja, du siehst aus wie... Bist du tot? Ja, sowas ähnliches habe ich mir schon gesagt. Eklig und böse, alles vereint in einem Monster. Ja, genau. Okay. Der Sinn einer Blume ist einfach und unerschütterlich. Der Sinn des Menschen unstet. Er ist Sklave seiner Erinnerung. Erinnerungen wollen sorgsam verwaltet sein, Alice. Unproduktive gehören ausgelöscht. Mhm. Eieiei. Drücke und halte. Ich habe aber keine Leertaste. Während du springst, um Alice schweben zu lassen. Um das Schweben zu verlängern,
drückst und hältst du Leertaste erneut. Also ich nehme mal an. Der, dass die Ameisen, ja. Ja, bloß nicht da drauf. Das war so klar. Und ich löse mich in ganz schöne Schmetterlinge auf. Okay. Nein. Jetzt muss ich mal drauf achten. 76 Zähne habe ich noch, wenn ich nochmal kaputt gehe. Ob die dann weggehen oder so? Boah, das kann doch nicht sein. Ich muss aber doch direkt da drauf. Anders geht's doch nicht. Ich hasse es, wenn ich an solchen Stellen dann wieder hängen bleibe. Ja, es macht doch keinen Unterschied, ob ich dann direkt schwebe. Aber kann mehrfach eingesetzt werden. Was meinen die damit? Ach so, okay. Okay. Das ist zu hoch, denke ich mal, da hinten. Ach, du bist es, Alice. Tritt näher. Warum sollte ich? Ihr wollt mich verspeisen. Nun, du hast mir Manieren beigebracht. Ich habe keinen Appetit mehr auf verrückte Frauen. Ich bin jetzt auf strenger Schweinediät. Mit Speck schmeckt alles besser, findest du nicht? Natürlich findest du das. Also, es gibt da ein paar Schnauzen. Ich habe sie hinter dem Haus gehört. Geh und hol sie mir. Achte auf die Quellgeister, die den Weg versperren. Pfeffer ihnen was, wenn sie dich bedrängen. Sie brauchen Würze und du bist die Speise. Diejenige, die sie ihnen verleiht. Diese Mühle sollte dir gute Dienste leisten. Warum würzt ihr eure Schwarten nicht selbst? Eine Frage der Priorität. Meine Alabasterhaut muss vor den widerlichen Kreaturen geschützt werden, die in der Gegend wüten. Aber dann kommt der Hunger. Schau, du musst doch nur auf das Grunzen horchen und dann die Schnauze abschießen. Soll nicht zu deinem Nachteil sein. Zu meinem sowieso nicht. Okay. Also ich persönlich mag Schweine ja lieber, wenn sie noch wach sind und noch leben. Verleiht Feinden Würze. Rüssel pikant im Nu. Mhm. Das finde ich nicht gut. Guten Tag. Kann ich auch nicht anklopfen. Schraubelle. Noch mehr? Okay. Auch schon wieder. So, jetzt habe ich hier gerade völlig die Orientierung verloren. Ach, da oben kommt schon wieder so ein Viech. Das sind dann wohl die Spitze überall die Ohren, um Schnauzen zu hören, zu orten. Okay. Wechsel in den Zielmodus und schieß mit der Pfeffermühle auf die Schnauze.
ist die Schnauze voll gepfeffert, wird sie Pfade und Sammelstücke offenbaren. Okay. Achso, damit muss ich dann. Ja, aber ich kann nicht nach oben oder unten zielen. Was ist das denn? Moment. Die will immer nur nach unten zielen. Was ist das denn? Hallo? Geh doch wieder zurück. Die schießt immer nach unten drauf. Das ist doch doof. Komme ich denn hier nirgendwo hoch? Oder ist das der Weg, den ich noch nicht... Ach, den bin ich noch nicht gegangen. Ah, okay, gut. Ja, aber die zielt trotzdem nicht drauf. Das ist so schlecht. Wieso kann ich nicht nach oben? Warte, dann die Schnauze mit RS. Ach so, man muss das gedrückt halten, okay. Boah, ist das kompliziert. Okay, und hiermit was schlagen, genau. Aber sollte ich nicht mehrere Schnauzen eigentlich? Da komme ich doch nicht hoch, oder? Hier ist auch nichts mehr. Brauchte die jetzt wirklich nur eine? Ich gehe mal eben nachgucken. Besten Dank für die Schnauze. Ah, okay. Und jetzt geh. Dass man hier immer mal wieder so ein bisschen hängen bleibt, ist ein bisschen blöd, aber ansonsten ist es ja nicht schlecht gemacht. Da ist schon wieder so eine Schnauze. Boah, ist aber ganz blöd damit zu zielen, wenn man das gleichzeitig runterdrücken muss. Hallo? Ich dachte, damit kann ich überspringen. Ach, damit, okay. So, oh nee. Das war die falsche Taste. Ah, hallo. Lass mich in Ruhe. Ich habe dich gehört, aber ich habe dich nicht gesehen. Sauerei. Die Pfeffermühle ist schon ganz cool. oh.
nehme mal an, dass ich da auch wieder hoch muss. So, dann wollen wir mal gucken, ob wir da jetzt auch wieder... Achso, da hinten ist so ein Ding zum Springen, okay. Nee. Ich wollte doch erst anvisieren. So wesentlich einfach auch schneller, finde ich. Ja. Und jetzt? Wieso kann ich da nicht durch? Hallo. Ich möchte da durch. Offensichtlich muss ich ja irgendwie hier weitergehen, weil da hinten war gerade was zum Draufspringen.